Oh, herzlich willkommen hier im Open Hub im ZKM. Wer von euch hat denn schon mal mit Git gearbeitet? Ich würde mal sagen, dann seid ihr hier richtig. Sujay war... Gerade hast du es richtig hingekriegt. Gerade habe ich es richtig hingekriegt, ja. Sujeevan Vijayakumaran wird euch jetzt ein bisschen was über seine Erfahrungen mit Git und wie man es nicht verwendet erzählen. Und viel Spaß. Ja, erstmal danke, dass so viele gekommen sind. Scheint ja Bedarf zu geben. Wir hatten ja gerade jetzt die Frage, wer nutzt Git? Ist denn hier jemand, der keinen Git nutzt? CVS? Mache ich gleich. Erstmal zur Struktur des Vortrags. Was mache ich genau hier? Einmal so ein paar dämliche Ideen, wobei ich sagen muss, es ist nicht wirklich dämlich, es ist mehr so, wenn man teilweise nicht so ganz weiß, wie Git funktioniert und wie das genau arbeitet, dann ist das manchmal ein bisschen dämlich. Manche Sachen sind auch so dämlich, auch wenn man es weiß, wie es funktioniert. Und ich will ein bisschen mal so zeigen, wie das denn ist, was man so machen kann oder was man falsch machen kann und wie es dann richtig geht. Weil meistens sieht man irgendwelche Anleitungen so von wegen, ich habe hier was Schönes. Bevor ich das aber weitermache, komme ich kurz noch zu, wer bin ich überhaupt oder wer ist das mit diesem komischen Namen? Und zwar komme ich aus der schönen Ruhrmetropole Castrop-Rauxel. Einer lacht, sehr gut. Ich habe ein Git-Buch geschrieben und ich mache häufiger Git-Workshops. Und da sehe ich immer sehr viele interessante Sachen, die Leute machen, vor allem halt Anfänger. Was man in so, wenn man mir zugehört hätte, dann halt nicht gemacht hätte. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist, wenn man Git konfiguriert, also git config user.name, schreibe ich in meinen Anleitungen immer schön meinen Namen hin. Ich denke, schöner, komplizierter Name, schreibt keiner hin. Stellt sich fest, doch. Und richtig geschrieben, das habe ich auch nicht so häufig. Und das sind immer so manchmal so Kleinigkeiten, die dann immer einen auffallen, wenn man, was so Leute in Repositories tun, oder auch außer von Repositories natürlich. So, praktische Negativbeispiele ein paar. Ein paar sind schlimmer, ein paar sind weniger schlimmer. Wer jetzt viel schon Git kennt, der wird wahrscheinlich nicht so viel mitnehmen können. Für die, die jetzt nicht so gut, nicht so ganz so bekannt sind, ist das vielleicht ein bisschen was Interessantes bei, vielleicht auch nicht. Das kann ich schlecht sagen, kommt halt immer darauf an, wie ihr so tickt. Und halt so ein paar Do's und Don'ts. Letztendlich sind es dann so, ich glaube, 10, 12 verschiedene Sachen, die ich so vorstelle. Genau. Wer ist denn ja alles fit in Git? Gut, dann könnt ihr die mit den Leuten, die stehen, einmal tauschen. Für die, die sich nicht gemeldet haben, für die habe ich immer dieses schöne XKCD. So, ich glaube, es hat jetzt jeder gelesen. Genau, und vor dem Problem stehe ich ja auch häufiger. Einmal gibt es immer die Leute, die sagen, da gibt es das schöne Graphenmodell, aber dann versteht man das nicht. Und dann gibt es noch die Git.txt, wo meine Handynummer draufsteht. Das ist dann auch nicht so toll, weil manchmal will ich dann doch andere Dinge tun. Und fangen wir mit den ersten Sachen an, nämlich Credentials. Wer hat schon mal Credentials in einem Git-Repo gefunden? Oh. Und bei wem war das in einem Public Repository? Und was habt ihr dann gemacht? Ja. So, und zwar das Problem mit Credentials ist, beziehungsweise generell mit der Versionskontrolle, in jeder Revision ist halt eben das Credential drin, sei es ein Passwort oder API-Key oder sowas. Und ganz allgemein, also seit der Einführung ist es halt entsprechend in jeder Revision drin. Natürlich sollte man sie ändern und wenn man dann eben hingeht und alle Vorkommnisse von diesem Key raushaben will, dann muss man so einen Filterbranch anwenden. Wer hat schon mal Filterbranch angewendet? Ja, schon ein paar. Und zwar ist Filterbranch eigentlich eine ganz schöne Sache.
Und zwar kann man damit die Historie neu schreiben. Was es letztendlich macht, ist, man kann zum Beispiel einen Tree-Filter machen, zum Beispiel wie hier, git filter branch tree-filter mit einem Befehl und das dann auf das Repository loslassen. Und in dem Fall wird er durch jeden Commit durchgehen und die Passwort-ini-Datei zum Beispiel rauslöschen. Hat im Endeffekt den großen Nachteil in dem Sinne, es ist ein komplett neues Repository, weil jeder Commit, wo diese Datei, bis diese Datei hinzugefügt wurde, ist entsprechend verändert worden, neue Commits. Und man kann es nicht mal so einfach verwenden, weil dann eben die Historie nicht mal so ganz stimmt. So, komplett neue Historie hat eben dazu den Fall, dass man Force Push machen muss, um das eben auf dem Server zu veröffentlichen. Und hier haben wir ein paar Filterbranch verwendet. Wer hat das dann danach gepusht und seinen Kollegen nicht Bescheid gesagt? Keiner, sehr gut. Kommen wir auch zu so einem Punkt, unnötiges Historie neu schreiben mit Filterbranch. Es gibt halt Cases, wo man das dann halt machen muss, weil wirklich irgendwelche Daten drin sind, die nicht veröffentlicht werden sollten. Ich beziehe mich so ein bisschen auf sowohl Open-Source-Projekte als auch firmeninterne Projekte. Und zwar, wie gerade eben schon gesagt, fast jeder Commit wird angefasst, wo eine entsprechende Datei und sowas drin war. Und wesentlicher Nachteil ist, jede Person muss das neu klonen. Und was ich schon mal gesehen habe, ist, irgendein Open-Source-Projekt hat das mal gemacht. Die haben einen Filterbranch angewendet, um ein Subdirectory zu einem eigenen Repository zu machen. Also was dann häufig so ist, ja, ich habe jetzt irgendwie so einen Library-Ordner und diesen Library-Ordner hat ja auch eine eigene Historie und man kann diese Historie von diesem Unterverzeichnis halt rausziehen und ein eigenes Repo draus machen. Ist ein guter Use Case, weil dann hat man das halt extra und dann hat halt man zwei Repositories. Eventuell braucht man das und dann ist es ja auch okay. Was man dann nicht machen sollte, ist einen Filterbranch anwenden, um die ganze Historie von diesem Ordner zu entfernen, weil das braucht man dann halt nicht. Das ist am meisten nicht so wirklich für Open-Source-Projekte geeignet, weil man dann eben komplett die Historie neu schreiben muss. Und nächster Punkt ist Force-Push. Das F steht für vorsichtig. Wobei ich sagen muss, habe ich vorhin beim Stand vom Backspace gehört, das fand ich recht witzig, habe ich direkt eingefügt. Genau, wer hat schon mal Spaß damit gehabt, dass irgendwann Force Push gemacht hat, wo man keinen Force Push machen sollte? Wie erfreut wart ihr dann? Gut. Genau, Force Push. Einige sagen immer, ja, ein Force Push sollte man nur auf Branches machen, die man nie, wo man nur komplett alleine drauf arbeitet, also zum Beispiel nur auf privaten Forks. Ich mache das ein bisschen, ich sage das immer so, okay. Man kann das auch auf gepushten Branches machen, wo andere lesen können, aber wo man in der Regel alleine drauf arbeitet. Weil was bei mir häufig halt der Fall bin, ich bin im Moment mehr so im Sysopen-Bereich und da mache ich halt meinen Kram in irgendeinem Feature-Branch und da mache ich dann schön einen Rebase, Force-Push, wie mir lustig ist, weil ich gehe halt davon aus, niemand nutzt diesen Branch als Basis für seine Arbeit. Und wenn, dann ist er selbst schuld. Entsprechend einfach nur zu merken, nicht auf Branches machen, wo mehrere Personen dran arbeiten. Zum Beispiel so ein Master-Branch sollte man in der Regel halt nicht machen. Und das bezieht sich jetzt hauptsächlich natürlich auf Projekte, wo mehrere Personen dran arbeiten. Was man dann aber immer machen sollte, ist, wenn man zum Beispiel GitHub oder GitLab verwendet, kann man Protected Branches einstellen und wo man zum Beispiel auf Master und Develop oder wie die entsprechenden langlebigen Branches entsprechend heißen. Und da kann man in der Regel generell keinen Force Push machen und dann hat man schon ein Problem weniger. So, ein Ding ist, was ich bei vielen Leuten sehe, ist ganz große Commits. Und zwar verwenden viele Leute git commit minus a. Wer macht das denn hier? Wer traut sich jetzt, sich dicht zu melden? Sehr gut. Genau, ich sage immer, niemand hat die Absicht, git commit minus a auszuführen. Und zwar unter dem Grund, dass halt eben nie klar ist, was da jetzt genau drin ist. Weil wenn man git commit minus a macht, weiß man immer, okay, ich packe da irgendwie alles, was ich gerade verändert habe, rein. Und häufig sind da irgendwelche Sachen drin, die ich a irgendwie nicht mehr so weiß, was ich getan habe oder warum ich das getan habe. Und dann kann ich natürlich auch keine ordentliche Commit-Message schreiben. Entsprechend sage ich immer, kein git commit minus a verwenden, weil ihr sollt wissen, was ihr getan habt. Auch hinterher und die Kollegen natürlich. Und ganz allgemein dazu, Commits sollten möglichst klein sein. Also ein Commit, eine Veränderung.
wenn ihr in der Commit-Message zum Beispiel schon stehen habt, bla 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 und dies und jenes, dann wisst ihr, okay, das könnt ihr eventuell mal in mehrere Commits machen. Warum das Ganze? Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit. Wer hat sich schon mal Git-Commits angeschaut und konnte nicht nachvollziehen, was die Person gemacht hat? Genau. Und was mit dem Rest? So, und bei wem war das der Fall, dass man sich eigene Commits angeschaut hat und nicht feststellen konnte, was man getan hat? Also, ich muss mich natürlich auch melden. Genau, weil was ich nämlich häufig mache, Git Blame ist, finde ich ganz toll. Kennt jemand Git Blame nicht? Ja, ein paar Leute kennen Git Blame nicht. Git Blame ist toll. Git Blame kann man auf eine Datei werfen, also Git Blame Dateiname. Und da sagt man für jede Zeile, wer hat das zuletzt angefasst? Welche Commit-ID hatte das? Welches Datum, Zeitstempel? Und für jede Zeile halt entsprechend. Wenn man dann irgendwie so einen Einzahler hat, wo man merkt, okay, das macht keinen Sinn, gucke ich da mal drauf, okay, wer war denn das? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Guck drauf, oh scheiße, das war ich. Und guck dann in die Commit-Message, denkst du, ich sage ja den Leuten immer, schreibt ordentliche Commit-Messages. Und dann steht da irgendwie Fixed Bug. Ne? Wer kennt das nicht? Und dann weiß ich, okay, man sollte vielleicht bei sich selbst erstmal anfangen, bevor man andere anguckt. Deswegen Git Blame kann manchmal helfen, nicht nur dazu, Blame ist halt immer so negativ belastet, so, ja, wer hat den Scheiß jetzt verbrochen, aber man kann ja auch generell mal gucken, unter welchem Gesichtspunkt hat jetzt die Person das gemacht, wann war das und so weiter. So, wer kennt Git Bisect nicht? Gut, das kennen die meisten nicht. Git Bisect ist relativ toll. Es ist letztendlich eine binäre Suche über Commits. Das heißt, wenn ich jetzt Version 1.0 habe und Version 2.0 habe und man hat irgendeine Funktion oder irgendeinen Bug drin, der in Version 1 hat es normal funktioniert und in Version 2 hat es nicht mehr funktioniert. Irgendwo in der Mitte ist dann, oder irgendwo dazwischen, ist dann halt ein Fehler aufgetaucht. Und wenn man das per Debuggen partout nicht hinkriegt, dann muss man halt mal gucken, wie man weitermacht. Das Tolle bei Git Bisect ist eben, dann kann man halt eben sagen, okay, der gute Startpunkt war Version 1 und bei Version 2 hat es nicht mehr funktioniert und es macht eine binäre Suche über jeden Commit, womit man dann nachgucken kann, hat das überhaupt funktioniert. Also dann eben nimmt er sich den mittleren Commit, weiß, wenn das hat funktioniert oder nicht, dann muss ich jeweils nur noch die Hälfte machen, hat man relativ wenige Schritte, bis man dann sieht, was das Problem war. Und zwar bin ich halt so vorgegangen einmal, hatte ich ein Problem gehabt, das war irgend so ein C++-Krams, habe ich nicht verstanden, habe es gedebuggt, habe es nicht gefunden, dachte dann so, ich mache das mal händisch, weil ich kannte Git Bisect nicht. Und bin halt händisch hingegangen, habe jeweils zwischen zwei Commits den mittleren Commit gesucht und dann halt händisch getestet alles und dann den nächsten Commit weitergesucht, bis ich dann den fehlerhaften Commit gefunden habe, wo dann halt, kommen wir wieder zur letzten Folie zurück, wo dann halt drin steht Fixed Performance und es war genau das Gegenteil. Also das kann hilfreich sein, wenn man mal partout nicht auf einen Fehler kommt. Da ist es aber hilfreich, dass man halt Commits hat, die möglichst klein sind, aber auch irgendwie kompilierbar, testbar sind. So, was hilft gegen große Commits? Weil was ich immer mache, ist Git Status. Wer verwendet Git Status täglich? Oder wer verwendet es nicht täglich? Okay, ein paar Leute trauen sich. Genau, Git Status sage ich allen Leuten, vor allem Anfängern immer, tippt das ein, damit ihr wisst, was gerade los ist. Und das mache ich immer, auch wenn ich gerade davor irgendwas gemacht habe. Und dann geht Diff, um das Diff anzugucken, damit nichts rausgefallen ist. Weil als ich zum Beispiel die Folien gemacht habe, in LaTeX im konkreten Fall, also vor so einer Stunde, ist mir plötzlich eine Folie abhanden gekommen und das habe ich nur gerade gesehen, weil ich vorher nochmal ein Git-Diff angeguckt habe. Und mein Lieblingsfeature ist git-add-p. Wer kennt das? Oh, die Hälfte, okay. Git-add-p ist ein schönes Feature, weil wenn ihr in einer Datei mehrere Änderungen habt, also einmal was oben und einmal was unten, dann könnt ihr relativ einfach selektieren, welche Sachen ihr haben wollt. Wenn ihr dann einfach git add Dateiname macht, sind ihr alles im Staging-Bereich drin und dann im nächsten Commit. Manche hat aber verschiedene Sachen, die man getrennt in einem Commit haben möchte. Und da hilft dann git add-p weiter. Ich meine, ich kann das mal kurz...
Ich muss gerade nur ein Repo suchen, wo ich das machen kann. Ah. Wir machen hier. Ja. Hallo, GPN. Ist ja auch egal. Tschüss. Wie immer, Git Status. Hups. Noch keine Commits. Das ist ein schlechtes Beispiel. Verdammt, das ist auf Video, ne? Mach mal hier. Dim, 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 dim. So. Ups. Und wie man sieht, habe ich hier zwei verschiedene Änderungen, einmal oben und einmal unten. Und mit git add-p kann ich dann so schön sagen, Moment, ich mache das mal anders. So, sehe ich jetzt einmal die obere Änderung, drücke jetzt hier auf y für yes und drücke bei tschüss gpn auf n für nein. Wenn ich jetzt mal git status eintippe, dann sehe ich einmal die gleiche Datei, sowohl verändert als auch, also gestaged und einmal nicht im Staging-Bereich. Und das ist dann recht hilfreich, weil dann kann ich zwei Commits machen mit derselben Änderung in derselben Datei. Wenn man sich das jetzt nochmal weiter anguckt, dann sieht man hier verschiedene Buchstaben. Ich kenne jetzt auch nicht alle auswendig, sodass man, wenn man größere Änderungen hat, auch ein S machen kann für Split, um das Ganze ein bisschen aufzuteilen. Das Split sieht man jetzt im konkreten Beispiel jetzt nicht, weil es halt ein Zweizeiler ist oder ein Dreizeiler. Soweit klar, hoffe ich. Jo. So. Genau, und dann git commit, entweder mit minus m und der commit-message oder halt eben mit dem Editor der Wahl, den man halt eben aufmacht, um dann die commit-message einzutragen. Kommen wir zum nächsten Punkt, unlesbare commit-messages. Ich habe mal hier so ein paar mitgebracht. Und zwar, wer hat schon mal welche von denen hier gefunden? Hat sich jemand nicht gemeldet? Genau. Wer schreibt regelmäßig solche Commit-Messages bei Projekten, wo nicht nur man selbst arbeitet? Gut, schämt euch. genau. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt konkret nicht so viel sagen. Ist meistens, sollte man schon beschreiben, was da drin ist. Was ich aber sagen kann, ist, ich habe zu der ganzen Sache, wie man nachvollziehbare Commits macht, einen eigenen Talk gemacht auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Gibt es eine Aufzeichnung, kann man sich angucken. Ansonsten könnte ich hier 3 Stunden referieren. Genau, kommen wir zu Binärdateien. Wer hat schon mal Binärdateien im Repository gefunden? Okay, also gefühlt fast alle. Genau. So, dazu muss man wissen. Dazu muss man wissen, wie git. Warum knistert das jetzt so? Wie git ihre Daten, die Dateien speichert und wie die Binärdateien entsprechend, was um Probleme dazu dargibt. Und zwar git speichert immer eine Datei, die man in das Repository schiebt, komplett. Viele denken, okay, ich habe ja nur ein Diff von, was ich gerade auch gemacht habe, zum Beispiel von 3 Zeilen. Also speichert er nur dieses Diff, das ist ja so schön klein und dann zieht das ja nicht so viel Speicherplatz. Stimmt aber nicht so. Stimmt aber nicht so. Weil git speichert einmal die komplette Datei, komprimiert die und speichert die intern ab, macht aber bei jedem Vorgang eine neue Abspeicherung. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel guckt, wir haben 4 Dateien. Im ersten Commit, also im allerersten Commit, haben alle Version 1. Wenn wir aber im zweiten Commit eine Datei anfassen, dann haben wir da eine neue Version. Die anderen sind aber weiterhin die alte Version, muss man also nicht doppelt abspeichern. Und wenn man dann irgendwie Datei 2 verändert, dann hat man davon eine weitere Version. Aber man muss nicht zwangsläufig die ganze Historie speichern. Weil wer jetzt einfach mal immer nur, ich meine, theoretisch kann man auch hingehen, okay, bei jedem Commit speichere ich das ganze Verzeichnis und speichere das irgendwo weg. Aber das brauche ich ja nicht, weil dann würde ich ja Dateien doppelt speichern. Und das Problem bei git bei Binärdateien ist eben, je größer, je mehr man davon drin hat, je mehr Versionen davon man drin hat, desto größer wird das Repository. Wer hat schon mal mit Gigabyte großen Repositories gearbeitet?
Hat's Spaß gemacht? Kopfschütteln. ja, eine Lösung ist Git LFS für Large File System, glaube ich. Das ist meistens so bei GitHub und GitLab zum Beispiel, ist es zum Beispiel mit drin, sodass man Binärdateien nicht alles lokal herunterkopiert werden und dann dauert das Git-Clone nicht ganz so lange. Kommen wir zu dem Problem, dass man viel zu viele Dateien und viel zu viele Verzeichnisse hat. Und zwar habe ich hier ein konkretes Beispiel und das fand ich durchaus interessant. Und zwar, es gibt ein Git-Repository, das wurde von der Firma als das größte Git-Repository weltweit betitelt. Es hat 3,5 Millionen Dateien, es ist ein 300 Gigabyte Repository und da arbeiten 4000 Leute ungefähr täglich dran. Welches Projekt ist das? Kennt ihr vielleicht? Und zwar sieht es da so aus, dass wenn man ein Git Clone macht, dauert das da 12 Stunden, wenn es funktioniert. Also unter dem Link, das lohnt sich anzugucken, das ist ein Vortrag von einem von Microsoft, von einer Git-Konferenz von vor 2 Jahren, glaube ich. Da hat er da halt gezeigt, was für Probleme sie hatten von ich glaube, Team Foundation Server auf Git zu migrieren und was da so für Probleme war. Und so ein Git-Checkout von einem Branch, der dauert ja, wenn man das jetzt bei seinen Otto-Normal-Projekten das halt macht, dauert das ja unwesentlich. Und da dauert ein Git-Checkout mal eben 3 Stunden. Oder ein Git-Status, wo ich ja vorhin gesagt habe, tippe ich ständig ein, das dauert 8 Minuten. Und ein Git-Commit 30 Minuten. Dann macht man lieber größere Commits. um nachzuvollziehen, warum das Ganze so lange dauert, kommen wir jetzt auf das nächste, weil ich habe es gerade ja schon so ein bisschen erklärt, und zwar wie Git intern die Dateien speichert. Und zwar hat Git 3 Objekttypen, nämlich einen Commit, einen Tree und einen Blob. Aber wenn ich in einem Repository, bin und Git Log eintippe, dann sieht man ja erstmal ganz viele verschiedene Commits nach der Reihenfolge, wie sie erstellt wurden, also neueste zuerst und die älteren weiter unten. Und da kann man mal reingucken. Zum Beispiel habe ich hier diesen Commit, einen Commit, schaue da rein. Wenn ich reingucke, was steht denn da drinne? Sehe ich so unter anderem so Sachen wie Datum, wann und wer und welche Commit-Message und ein Tree-Objekt. Ein Tree, also ein Verzeichnisbaum. Und da kann ich reingucken und da ist eine Liste drin von Dateien, die in dem Repository drin sind. Da kommen wir zu der nächsten Stufe, nämlich ein Blob. Wenn wir genau eine Datei haben, die 1 heißt, dann ist das recht einfach. Wir haben 3 Objekte, einen Commit, der enthält einen Tree und ein Tree enthält einen Blob. Und in dem Blob ist dann der Inhalt der Datei drin. So, wenn wir jetzt einen zweiten Commit machen, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben einen zweiten Commit, der hat eingetragen, welcher Vorgänger-Commit das ist und hat ein neues Tree-Objekt. In dem Tree-Objekt sind jetzt 2 Dateien drin, nämlich einmal die alte Datei, die muss man ja nicht neu erzählen, weil die nicht verändert wurde, und die zweite Datei, die ein neuer Blob ist. So ist letztendlich Git ganz einfach implementiert und letztendlich ist es eine Verkettung von Commits. Ich meine, hier habe ich jetzt einfach nur ganz 2 Dateien, 2 Commits. Ist relativ einfach. Um jetzt wieder auf das Problem von dem Windows Git Repository anzuknüpfen. Die haben jetzt halt eben einen Commit und ein Tree-Objekt und in dem Tree-Objekt sind ganz viele Millionen an Tree-Objekten und Blobs drin und muss das weiter Ganze nachhangeln, um dann nachzuschauen, ist die Datei irgendwie verändert worden. Das heißt, bei 3,5 Millionen Dateien muss das nachgucken, wurde die Datei irgendwie verändert oder nicht. Und ihr wisst ja, wenn es ist, mit großen Dateien zu arbeiten, ist das meistens nicht ganz so schlimm, als mit vielen kleinen Dateien. Wenn man geht dann nämlich bei einem Git-Status zum Beispiel hin und guckt, welche Datei wurden jetzt angefasst. Und bei 3,5 Millionen kann das ein bisschen dauern. Und was sich dann Microsoft im Konkreten ausgedacht hat, war das Git Virtual File System. Das lädt dann ausgewählte Git-Files, also das im Punkt-Git-Verzeichnis, on demand. Es ist dann nicht mehr komplett verteilt, aber man will ja auch nicht
300 Gigabyte nur auf seinem Rechner haben. Und das lädt dann so on demand halt eben die Dateien und dann können sie damit arbeiten. Weil, hatten auch gesagt, die haben sich Submodules angeguckt. Wer nutzt Git Submodules? Wer hat Spaß damit? Einer oder ja, drei, vier, fünf. Ja, Git Submodules macht meistens keinen Spaß, vor allem wenn man ein Projekt hat, wo vieles ineinander greift und wenn man dann gleichzeitig in mehreren Repositories arbeiten muss, dann ist das nicht mal ganz so schön. Und deswegen war das auch zum Beispiel keine Lösung. So, der nächste Punkt, Git GUI Tools, Vertrauen. Git GUI Tools zu nutzen ist völlig okay, aber darauf zu vertrauen ist manchmal so eine Sache. Wer nutzt fast ausschließlich nur Git GUI Tools? Ah, okay. Und was ich dazu immer sage, ist, vor allem für Anfänger, Git ist ein Kommandozeilentool und grafische Tools sind häufig nicht so klar, was da passiert. Deswegen mache ich so bei, vor allem bei Anfängern, wenn ich da mal so einen Workshop mache, mache ich dann relativ eigentlich nur Kommandozeilentool, weil wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, was die Buttons auf der Oberfläche im grafischen Tool machen. Und genau, hat nämlich einen Punkt, manchmal sind da irgendwelche Funktionen, die fehlen und man weiß halt nicht, was das heißt. Und okay, da steht jetzt irgendwie Merge, aber was heißt das überhaupt? Und irgendwelche Begriffe, die gar nicht gibt. Zum Beispiel gibt es im Visual Studio Code zum Beispiel einen Sync-Button. Ich weiß nicht, was ein Sync-Button tut, weil im Git-Repos gibt es keinen Sync. Gibt kein Git-Sync. Oder auch diverse Sachen wie ein interaktiver Rebase, das fehlt häufig. Und manchmal gehen sie auch noch hin und benennen Funktionen, die es in Git gibt, anders in irgendwelchen GUI-Tools. Und das ist meistens ein bisschen verwirrend. Und mir kommen dann immer so Leute und sagen, hier, ich verstehe nicht, was hier los ist. Und ich sage dann immer, gib mal erstmal Git Status ein, weil dann weiß ich, wie der Stand ungefähr ist. Weil das zeigen die GUI-Tools meistens nicht ganz so an. Zum Beispiel, wenn man in einem Rebase ist, dann zeigt Git Status recht einfach an. Bei in einem GUI-Tool dann halt eben nicht. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich Git auf Deutsch. Es fangen jetzt schon Leute an zu lachen. Und genau, wer weiß, was Git auf Deutsch heißt, nämlich Idiot, Blödmann, der weiß dann eben, okay, da sind manchmal so Sachen. Ich meine, viele nutzen, glaube ich, auf Deutsch die Begriffe Branch, Zweig für Branch. Und ich glaube, das war's. Und ich hoffe, das kann man lesen. Das ist jetzt ein Screenshot aus dem Tool Git GUI, was an sich in Ordnung ist. Man soll es nur nicht auf Deutsch verwenden. Und zwar, wenn man hier so guckt, ein Repository ist ein Projektarchiv. Ein Branch ist ein Zweig, ein Commit ist eine Version. Und hier sind dann so Sachen wie letzte nachbessern, abzeichnen und eintragen. Und oder ein Merge ist zusammenführen. Und hier sieht die englische Übersetzung aus. Eine Eintragung ist nämlich ein Commit. Kam ich jetzt auch nicht drauf. Deswegen sage ich immer so, okay, besser auf Deutsch, auf Englisch verwenden. Wobei ich in einem konkreten Beispiel hatte ich mein Git-Repo, wo der Vortrag drin liegt, hat ein drin für dämliche Aktionen. Und da ist Git GUI dann ausgestiegen, wenn ich lang gleich C verwendet habe. Ist also auch alles nicht so schön. Das ist auch schön. Es gibt ein Git-Repo, nämlich ein Git auf Deutsch. Und der hat dann so recht amüsant hingeschrieben, was man denn für Übersetzungen nehmen könnte. Für zum Beispiel Pull ist ein Ziehen, ein Push ist ein Drücken, ein Merge ist ein Vereinigen. Das war auch mal witzig, weil bei meiner alten Arbeitsstelle, ich rede mal mit einem Kollegen so, ja, hier können wir dies oder jenes mergen. Sie fragt mich, was redet ihr eigentlich über das Mergen? Und dann sagt, ja, guck doch ins Wörterbuch. Hat sie nachgeguckt, sich vereinigen. Seitdem fand sie den Begriff immer sehr toll. Genau, und da sind halt letztendlich auch noch Alias da drin, die man sich setzen kann, wenn man es unbedingt auf Deutsch verwenden will. Da kann man so Sachen auch wie Gabeln Sie auf Deppendrehkreuz, also Fork auf GitHub oder
Nein, drücke das gleich zum Meister im Ursprung. Oder mach ein Zwiebelgehen, wenn du mit der Vereinigung fertig bist. Also das ist aus dem Git-Repo, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ich fand es nur großartig, als ich das gesehen habe. Git auf Sächsisch ist auch toll. Kann ich nicht nachmachen. Könnt ihr ja mal kurz drüber lesen. Vielleicht haben wir ja hier einen Sachsen, der es vormachen möchte. So, ich mache mal weiter. Noch halbe Stunde, geht ja noch. Genau, wer hat schon mal ein komplettes Repository weggelöscht, weil irgendwas kaputt war? Achso. Hat es danach geholfen? Der Frust war weg, aber habt ihr verstanden, was kaputt war? Genau, also ich bin ja mal ein Fan davon, dass wenn man Probleme hat, dann geht man zum Arzt. Nein, dann guckt man eben, dass man das eben verstanden hat, was das Problem ist. Bei meinen eigenen Repositories habe ich das natürlich sehr, sehr, sehr lange her, dass ich das gemacht habe. Bei anderen Leuten mache ich das trotzdem manchmal, oder die machen das schneller, als ich sagen kann, tu es nicht. Und zwar wahrscheinlich irgendwie so ein Git-Rebase, interaktiver Rebase, und dann ist irgendwie was kaputt gegangen und da habt ihr nicht mal weiter gewusst, oder? Ich sehe kein Nicken, also okay. Und zwar da hilft immer Git-Reflog. Git-Reflog ist immer recht schön, weil viele Leute sagen, nein, ich habe doch nichts getan. Ich habe es immer wie immer gemacht, was dann aber nicht der Fall war. Und das hilft dann halt eben dagegen. Wenn man da eben reinguckt, dann sieht man alles, was man lokal gemacht hat in diesem Repository. Wenn man irgendwelche Commits gedroppt hat, irgendwas gemerged hat, da kann man sehr einfach, ohne die Bash-Historie zu lesen, nachvollziehen, was denn da jetzt genau passiert ist. Und da kann man zum Beispiel verlorene Commits wiederfinden. Und was ich dann eben mache, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe irgendwie was kaputt gemacht, dann sage ich, gib bitte Git-Reflog ein, weil da sehe ich dann immer, was haben die Leute denn gemacht und kann dann noch was wiederholen. Einmal war das so, ja, ich habe hier einen neuen Branch gemacht und einen Merge-Request gemacht, aber da sind keine Änderungen drin. Ja, hast du einen Commit gemacht? So, ja, natürlich. Dann macht man Git-Reflog und da waren kein Commit da. Und das ist immer recht hilfreich. Ich meine, hier war es ein relativ einfaches Repository, da arbeite ich nur selbst, da sieht man dann halt Commits. Ist recht langweilig. Ich habe jetzt keine Arbeitsrepositories hier drauf, wo ich mehr tue, deswegen ist das relativ langweilig zu zeigen. Das fand ich auch spannend. Nämlich vor ein paar Tagen gab es diese Ransomware-Angriffe auf Git-Repositories, die irgendwie auf GitHub oder GitLab da waren. Und vor allem, wenn das Open Source, ich habe das nicht so ganz genau verfolgt, aber wer Git zumindest ein bisschen verstanden hat, sollte verstehen, dass das ein verteiltes Versionsverwaltungssystem ist. Zumindest sage ich das immer den Leuten. Und wer da zahlt, ist halt blöd. Und genau, und was man da halt eigentlich nur tun muss, einmal den Branch schon mal neu pushen und dann ist alles in Ordnung. Zumindest wenn das ein Public Open Source Repository ist. Wenn es jetzt irgendwas firmeninternes ist, dann hat es ja nochmal andere Bedeutung, weil irgendwer Zugang zum Code hatte. Das kann ich jetzt nicht beeinflussen oder beurteilen. Aber zumindest ist es halt relativ, ja, wer sollte da schon bezahlen? Weil man hat die Historie alle da. Irgendwer hat es wohl schon noch auf dem Rechner. So, wer hatte schon mal den Spaß, dass verschiedene Line-Endungen in derselben Datei, okay, das ist mehr als die Hälfte, hatte ich auch. Da habe ich auch so eine nette Anekdote, das war mal ein Uni-Projekt vor so 2-3 Jahren. Da hat er dann einer an der Datei angefasst, der hat natürlich nicht geguckt, was er verändert hat. Das sage ich dann auch immer, immer schön gucken, was man verändert hat, wie man ja vorhin gelernt hat. Und er hatte dann eben komplett alle Zeilenenden verdreht und hat es dann einfach gepusht und es war halt alles kaputt. Irgendwie von Windows auf Linux und dann, puff, alles kaputt. So, es gibt aber recht einfache Methode, um das zu verhindern. Dafür muss man das entweder lokal machen, da kann man eben Auto, CRLF auf True setzen und dann macht er die Umwandlung automatisch. Das heißt, unter Windows macht er dann automatisch beim Einchecken dann eben ein Linefeed draus und beim Auschecken halt wieder umgekehrt. Und das Ganze ist aber halt doof, weil
die, ich glaube, jetzt viele werden hier wahrscheinlich irgendwie Mac oder Linux nutzen oder sowas und eher einen kleinen Teil Windows. Und dass man dann zu jeder Person hingehen muss und dass man eintippen muss. Weil meistens machen ja die Leute die Fehler, die es halt irgendwie nicht so gut kennen. Was man aber auch machen kann, ist einen Git-Attributes-File anlegen und da diese Zeile einfügen. Das muss man dann in jedem Repository machen. Dann sorgt das automatisch dafür, dass es halt richtig umgewandelt wird. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Zumindest nachdem ich das umgestellt habe, hatte ich damit keine Probleme mehr. Und das ist dann eigentlich recht angenehm. So, weitere blöde Ideen, damit sind wir auch schon fast am Ende. Das habe ich auch mal gesehen, Remote Branches genauso benennen wie lokale Branches. Also wenn man jetzt irgendwie Origin/Master hat, dass man einen lokalen Branch hat, der Origin/Master hat, der aber ein lokaler Branch ist und kein Remote Branch ist, das ist immer sehr irritierend, wenn man das sieht. Was ich auch gesehen habe, ist einer, der dann seinen lokalen Branch Local Branch genannt hat und dann hat diesen Local Branch gepusht und das sieht halt total komisch aus. Weil wenn man den Branch namens Local pusht, dann, okay. Mitten im Rebase-Vorgang sein, ohne es zu merken, ist auch toll. Dann kommt nämlich immer die Frage, okay, ich habe hier, also was halt passiert, ich mache einen Rebase und dann muss man da irgendwie einen Konflikt fixen. Man hat aber nicht Git Rebase Continue gemacht, entsprechend läuft das nicht so ganz weiter. Aber man macht schon fleißig weiter Commits und am Ende sagt man so, meine Änderung ist weg. Und gehe ich hin, okay, Git Status. Und was sieht man da? Rebase im Gange. Oder irgendwie sowas. Und ja, und dann merken sie, oh, ich habe es ja nicht abgeschlossen. Auch eine schlechte Idee. Was ich dazu sagen kann, ist, es gibt ja so Dinger für die Kommandozeile. Ich glaube, oh my Git oder oh my ZSH kennen vielleicht einige. Da kann man Git konfigurieren, sodass dann immer schön drin steht, welcher Branch mit welchen Änderungen drin sind. Ich persönlich nutze zum Beispiel Liquid Prompt. Das ist zum Beispiel das hier, wo ich jetzt zum Beispiel direkt sehe, ich bin auf Branch Master, habe drei Sachen hinzugefügt, drei Zeilen hinzugefügt und keine entfernt. Und wenn ich jetzt mal einen Committen mache, was wollte ich nochmal nicht verwenden? Genau, Sync. Dann sehe ich auch, okay, ich habe einen Commit, den ich noch nicht gepusht habe. Und da sehe ich sehr schnell, ob irgendwas im Gange ist, was ich hätte fixen sollen. Genau, weil so sieht man jetzt direkt, okay, ich bin im Rebase-Vorgang und dann ist das kaum zu übersehen, weil manchmal passiert mir das ja auch, aber, also eigentlich nicht, aber weil ich das eben sehe und kann das dann direkt halt eben fixen und gut ist. So, das habe ich nämlich auch mal gesehen und kürzlich kam so ein Kollege zu mir und sagte, was hältst du davon, wenn man Branches merged, indem man einzelne Dateien rüberkopiert? Kam ich jetzt auch noch nicht auf die Idee, fand ich auch spannend, weil gibt es ja schöne Befehl, Git Merge, Branch oder auch SVN Merge, gut, da kenne ich mich nicht aus. Weil da gibt es halt welche, die kopieren sich dann halt die Dateien von einzelnen Branches dann irgendwie in den aktuellen Branch und nennen dann den Commit dann Merge, Branch, irgendwas. Dabei gibt es eine schöne Konfiguration. Sollte man nicht tun, ist alles ein bisschen komplizierter, als man es eigentlich machen sollte. Nicht baubare und ausführbare Commits spielt ein bisschen auf das von vorhin mit dem Git Bisect an. Ist immer praktisch, wenn man einen Commit hat, der sich auch wirklich kompilieren und bauen lässt, je nachdem, was das jetzt für ein Projekt ist, weil dann kann man Git Bisect ausführen, wenn man mal Probleme hat. Und dafür gibt es auch CI/CD-Pipelines, um das Ganze zu automatisieren und dann sieht man relativ früh, wenn was kaputt geht. Genau, das war es. Gibt es Fragen? Also Fragen, Anmerkungen, andere Ideen, die man nicht tun sollte. Da hinten. Wie willst du nicht kompilierbare Commits verhindern, wenn ein Merge von mehreren Commits über einen Pull-Request reingeht und dazwischen andere waren vorher? Verhindern ist schwierig. Man sollte halt selbst drauf aufpassen, würde ich sagen. Also irgendwo muss man natürlich zwischen technischen und sozialen Problem gucken, weil da muss man irgendwie selbst gucken. Also richtig, ich glaube, also bei GitLab oder GitHub ist es meistens ein bisschen schwieriger, jeden Commit, weil da macht er meistens nur den letzten Commit.
Aber wenn man lokal arbeitet, kann man das zum Beispiel auch machen. Also ist ein bisschen, habe ich jetzt keine Patentlösung für. Hinter dir? Ja, wie du ja schon sehr schön schon erwähnt hast, sind ja Git Submodules so eine Sache. Ja. Aber in der Praxis hat man sie ja dann doch immer wieder. Ja. Und alles in ein gigantisches Repo zu werfen, ist auch keine gute Lösung. Ja. Pest oder Cholera. Das eine ist irgendwas besser wie das? Ja. Ja, also es kommt auch an, wie man fragt. Wenn man Google fragt, die haben alles in einem riesen Repo drin. Das ist, glaube ich, kein Git-Repo, aber die haben diese Mono-Repos, Facebook auch. Die haben aber Mercurial, glaube ich. Ich würde mal gucken, wie es sich einbinden lässt. Ich hatte ein Projekt gehabt, da waren dann irgendwelche Libraries als Submodules eingebunden. Die haben sich alle jeden paar Monate mal, gab es mal was Neues und konnte es dann hochziehen. Je häufiger man die Submodules hochziehen muss, desto anstrengender ist das. Also kommt immer ein bisschen drauf an. Also Patentlösung gibt es halt nicht. Wenn man richtig nutzt, ist es okay. Es ist immer abhängig. Also, es kommt drauf an. Da vorne. Da. Da. Ich habe noch einen schönen Vorschlag für Dinge, die man nicht tun sollte. Wenn man sich die eigene History anguckt und einen Commit findet, für den man sich schämt, dann gibt es das schöne GitHub-Projekt Git Blame Someone Else, wo man dann den Commit jemand anderem zuweisen kann. Ist auch schön. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Hat die Person es denn gemerkt? Später gemerkt. Okay. So, noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Ideen, was gefehlt hat? Du hattest eben kurz erwähnt, dass du. Mal ein bisschen näher, ich höre nichts. Du hattest eben kurz erwähnt, dass du die Gaia auf Deutsch hattest und das auf Englisch haben wolltest, dann kannst du da keine Umlaute haben. Du hast wahrscheinlich die Locale auf C gestellt, ne? Ja, ja, genau. Genau, es gibt C.utf. Nee, das war nur, weil es abgestürzt ist, da fehlt es mir noch. Es gibt die Locale C.utf8, das ist dann auch Englisch, kann aber auch nicht englische Zeichen. Stimmt, guter Hinweis. Also ich nutze halt GUI-Tools eigentlich gar nicht, von daher ist das... Ich wollte nur sagen, es gibt ja wirklich gute GUI-Tools, so in Vim und Emacs vor allem. Also das letzte Wort habe ich nicht ganz verstanden. Git GUI gehört aber nicht dazu. Ich habe irgendwann mal rausbekommen, das tut auch manchmal einfach so den Git Garbage Collector anwerfen, wenn es startet. Ja. Das heißt, wenn man vielleicht so manchmal doch einen Commit verloren hat und denkt man, oh ja, ich kann da noch Git Reflog ausführen, da ist ja noch der Commit drin. Oh, nee, der Commit ist gar nicht mehr drin. Ah, ich habe in der Zwischenzeit Git GUI aufgerufen und das hat ihn einfach gelöscht. Ja. Ja, also es gibt ein paar GUI-Tools, die ich okay finde, also unter Windows zum Beispiel SourceTree. Aber Git Kraken gibt es ja, was so ein Electron-App ist. Aber meistens gucke ich auch nur damit die History an und nutze damit nichts. Deswegen kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen. So, noch irgendwer? Genau, ansonsten, ich bin heute noch da, morgen nicht mehr. Also wenn irgendwas ist, sprich mich ruhig an. Ich beiße nicht, ich knabber nur. Dankeschön. Thank you.